Im Beispiel des freien Falles lassen wir im Moment t gleich 0 einen Körper senkrecht herunterfallen. Wir wählen die x-Achse so mit dem Ursprung am Anfang der Laufbahn. Selbstverständlich ist die zurückgelegte Strecke x eine Funktion der Zeit. Und diese Funktion der Zeit muss dieser Differentialgleichung genügen, denn die zweite Ableitung der Position gegenüber der Zeit, das ist die Beschleunigung. Und diese Beschleunigung muss natürlich der Fallbeschleunigung g entsprechen. G ist in Belgien ungefähr 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Wir suchen also die Funktion x der Zeit t, die dieser Differentialgleichung genügt. Starten wir mit der Differentialgleichung. Wenn die zweite Ableitung von x gegenüber der Zeit diese Konstante g ist, dann bedeutet das, dass die erste Ableitung von x gegenüber der Zeit Stammfunktion von diesem g sein muss, aber einer additiven Konstante nach. Stammfunktion von g dt ist selbstverständlich g mal t. Wenn die Ableitung der Funktion x gegenüber der Zeit gt plus c1 ist, dann muss die Funktion x selbst Stammfunktion von dieser Funktion gt plus c1 sein. Und die Stammfunktion von gt plus c1 dt, das ist selbstverständlich gt² geteilt durch 2 plus c1 mal t, aber einer additiven Konstante nach. Daher diese zweite additive Konstante c2. Wir wissen, in dem Moment, wo wir das fallende Objekt loslassen, ist die Geschwindigkeit gleich 0. Also die Geschwindigkeit bei der Zeit 0 muss 0 sein. Die Geschwindigkeit des fallenden Körpers, das ist aber die Ableitung der Position gegenüber der Zeit. Also muss dx auf dt, wenn t gleich 0 ist, 0 sein. Aber dx auf dt, das ist gt plus c1. Also, wenn wir t hier drin durch 0 ersetzen, dann muss diese Summe 0 ergeben. G mal 0 macht aber 0. Und 0 plus c1, das macht c1. Also muss diese Konstante c1 0 sein. Was also bedeutet, die Funktion, die wir suchen, sieht jetzt so aus, gt² halbe plus 0 plus c2. Wir wissen aber auch, bei der Zeit t gleich 0 ist die gefallene Strecke ebenfalls 0. Was bedeutet, x bei der Zeit 0 ist 0. Aber x bei der Zeit t, das ist gt² halbe plus c2. Also muss gt² halbe plus c2 bei der Zeit 0 0 sein. Hier drin ersetzen wir also t durch 0 und finden so g mal 0 im Quadrat halbe plus c2, also c2. Daraus können wir schließen, dass c2 ebenfalls 0 sein muss. Die Lösung dieser Differentialgleichung bei diesen Anfangsbedingungen ist also x gleich gt Quadrat halbe plus 0 plus 0. Also x von t, das ist gt Quadrat halbe. Somit haben wir also die Lösung dieser Differentialgleichung bei diesen Anfangsbedingungen gefunden.